Hallo und herzlich willkommen bei Home with Olympus. Mein Name ist Marc Ludwig und wir wollen euch in einigen Filmen Anregungen geben, was ihr zu Hause an Fotografie praktizieren könnt, was es für kleine fotografische Projektchen gibt, die man auch machen kann, ohne das Haus zu verlassen. Starten möchte ich heute mit einer Idee, die uns die Heike Scamper mitbringt, und zwar Tiny People zu fotografieren. Miniaturmännchen, mit denen man sehr kreative Bilder machen kann im Makrobereich. Und wie sie das macht, das zeigt sie euch jetzt. Hallo, ihr habt gerade ein paar Bilder gesehen von den Miniaturwelten und ich zeige euch in diesem Tutorial, wie ihr diese inszeniert und fotografiert. Was braucht ihr dazu? Natürlich Miniaturfiguren. Die gibt es im Modelleisenbahnbau, das könnt ihr online bestellen. Googelt einfach mal nach Firmen wie Preiser oder noch und achtet vor allem darauf, es muss für die Spur H0 sein, das ist die richtige Größe. Dann brauchen wir eine Klebepaste, Haftpaste wie diese von Hama oder einen Hin- und Wegkleber, einen wieder entfernbaren Kleber, um die Sachen zu befestigen. Außerdem brauchen wir natürlich Material, um die Szenen zu inszenieren. Da schaut euch einfach mal in eurem Haushalt um. Das können Lebensmittel sein, Alltagsgegenstände oder auch beim Spazierengehen Rinde, Steine, Blätter. Schaut euch einfach um. Ja, ich habe euch hier eine Szene aufgebaut, die wir dann auch gleich fotografieren werden. Aber was fehlt uns noch? Natürlich die Kamera. Ich habe hier eine Olympus OMD EM5 Mark III. Das ist die neueste aus dieser Modellserie. Ein 60mm Makroobjektiv von Olympus, einen Fernauslöser und ein Stativ, damit ich das Ganze nicht verwackle. Ich mache jetzt einfach mal ein Foto. Ich habe hier mit Blende 6,3 fotografiert und wie ihr seht, ist trotzdem die Schärfentiefe in diesem Bild sehr gering. Das liegt an der Besonderheit von Makroobjektiven, denn diese haben per se eine sehr geringe Schärfentiefe. Ich möchte aber gerne ein bisschen mehr Schärfe im Bild haben und das erreiche ich mit einer Technik, die sich Focus Stacking nennt. Dazu wird eine Reihenaufnahme gemacht mit einem leicht versetzten Schärfepunkt und diese Reihenaufnahmen werden hinterher zu einem Endbild zusammengesetzt. Das Tolle an dieser Kamera, an der Olympus OMD EM5 Mark III, ist, dass sie diese Fokus-Stacking-Funktion schon integriert hat. Das heißt, sie macht sowohl die Reihenaufnahmen mit dem versetzten Schärfepunkt als auch die Verrechnung zum Endbild schon in der Kamera. Diese Funktion haben die meisten aktuellen OMD-Modelle. Schaut einfach in eurer Bedienungsanleitung nach. Wie man das einstellt, das zeige ich euch jetzt. Im Menü gehen wir zum Kamerasymbol 2, aktivieren dort die Belichtungsreihe, indem wir einmal nach rechts gehen, noch einmal nach rechts, anschalten, noch einmal nach rechts, ganz runter zu Focus Bracketing, noch einmal nach rechts, einschalten, noch einmal nach rechts. Wir sehen jetzt hier, dass Focus Stacking aus ist und haben darunter die Möglichkeit, Anzahl der Aufnahmen zu wählen. Das betrifft die Funktion Focus Bracketing. Hier kann ich zwischen einer und 999 Aufnahmen wählen, die die Kamera automatisch mit einem versetzten Schärfepunkt macht. Allerdings müssen wir die dann selber in einer externen Software zusammensetzen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die interne Funktion Focus Stacking. Deswegen aktiviere ich sie mit einem Rechtsklick und nochmal runter. Okay, bestätigen. Und darunter sehe ich Fokusunterschied 5, das ist hier voreingestellt. Auch hier kann ich nochmal nach rechts gehen und zwischen 1 und 10 wählen. Das ist der Abstand zwischen den einzelnen Fotos, die Schrittweite. Zwischen den Schärfepunkten, ist sie eher klein oder ist sie eher groß gewählt? Das müsst ihr ausprobieren, das hängt von eurem Motiv ab. Wenn ich alles eingestellt habe, wir sehen, Focus Stacking steht auch nun auf an, muss ich, ganz wichtig, so lange mit OK bestätigen, bis ich wieder im Ausgangsmenü bin. Okay, und jetzt erst gehe ich wieder aufs Display. Und wenn alles geklappt hat, sehe ich oben ein kleines BKT-Zeichen. Das zeigt, dass Focus Stacking eingestellt ist. Und wir sehen auch einen kleinen Rahmen, eine dünne graue Linie. Die zeigt uns das Endbild, den fertigen Ausschnitt des gekroppten Endfotos.
Ich fokussiere jetzt manuell und nutze dazu die eingebauten Fokussierhilfen für manuelle Fokussierung. Das ist das Focus Peaking, was eine kleine rote Kontur zeigt, wenn ich einen Schärfepunkt gefunden habe, und auch diese Displayvergrößerung. Vorher habe ich die Blende auf 6,3 eingestellt, Blendenvorwahl, und nun löse ich aus, entweder mit dem Fernauslöser oder wenn ihr keinen Fernauslöser habt, geht auch der Selbstauslöser. Zack, 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 die Bilder sind schon gemacht, jetzt werden sie verrechnet und schon habt ihr euer gestecktes Endergebnis. Das war's. Und wie ihr seht, ist in diesem gesteckten Foto der Schärfebereich deutlich größer. Probiert es also selber einfach aus. Es braucht nicht viel, um diese Mini-Welten zu inszenieren und zu fotografieren. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Und damit ihr noch ein paar Ideen bekommt, zeige ich euch hier noch ein paar Fotos aus meinem Archiv. Viel Spaß dabei. Bis dahin, eure Heike.